Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Frog Pack mit Olli. Der ist auch wieder da. Hi. Hi. Ich hab ganz. Also, ich sag nur, ich hab viel Research gemacht. Jetzt zeige ich euch mal so durch die Pages durch. Währenddessen kann Olli mal labern, weil das dauert eine Weile. Ja, ich habe mir jetzt mal auf Screen. Screen! Ach, ah! Geh doch. Habe ich mir ein bisschen Saumium hergestellt. Und nur mal ganz kurz, das habe ich ja noch nicht gemacht. Ich will das nur mal ganz kurz zeigen, wie man das eben halt macht. Also, man braucht eigentlich bloß Magie hier drin und ich mache das eigentlich hier mit den Silberwoodbäumen. Loks mache ich hier, schmeiße ich hier drin. Und dann kommt eben halt ein Eisen. Zack, und dann habe ich in Saumium Bahn. Ingots, ja. Ja. Und dann habe ich immer noch, ein bisschen Zeug übrig, was eigentlich relativ egal ist, da ich keinen Zauberstab gerade bei mir rumtrage. Good job. Ach ja, Good und Flo hatte gerade schon wieder einen von seinen Anfällen, weil er schon alles researched hat. Oh ja. Ich zeig gerade her, da so viel Research, wenn man so durchschaut, einfach nur durch die ganzen verkackten Seiten, was da eigentlich alles schon gemacht wurde. Jedes davon, also die meisten davon brauchen ein Stück Papier, Alter. Und Research. Übrigens, der Tab hier, der kommt nur, wenn man schon verrückt ist. Dann hat man eine Chance, dass man den Tab hier kriegt, den Eldritch Tab. Ja, auf jeden Fall. Bin schon verrückt. Ja, er ist verrückt. Ja, da gibt es verschiedene Arten von Anfällen. Zum Beispiel gibt es gerade eben, da kommt so ein dicker Nebel. Und dann taucht irgendwo so ein verkackter Guardian aus, wie man ihn beim Spawn schon gesehen hat, glaube ich. Bei der scheiß Statue da. Ja. Will er ihn umbringen. Ja, genau. Und weil Flo wieder Hilfe brauchte von mir, weil ich ja so ein schönes Schwert habe. Habe ich das Eldritch-Ei behalten und darunter steht sowas Schönes wie It seems to be watching you. Ja, ich habe so das Gefühl, dass man davon Warp kriegt, wenn man sowas zu lang wird. Ich habe außerdem ein paar Zauberstäbe aufgeladen. Ursprünglich hatte ich ein paar Zauberstäbe aufgeladen. Dann wurde ich von der Nodia aufgesaugt und all meine Items auf. Ja. Richtig so. Ja, richtig. Ja. Und das gleiche habe ich dann also in der Zeit, wie er dann eben halt sein Zeug aufgeladen hat, habe ich mir auch welche aufgeladen. Hier habe ich, also fast alle Stäbe sind jetzt bei mir voll. Und ich habe hier hinten noch ein bisschen die Gläser erweitert. Und was ich letzte Folge gar nicht gemacht, gezeigt habe, also über Silvester hatte ich öfters mal Langeweile. Also was heißt über Silvester? Ist halt, ja, ich war ja nicht da. Ja, Flo war ja nicht da und ich hatte Langeweile, habe... So Binding of Isaac gespielt. Gut, ich habe jetzt Mega Satan schon zweimal besiegt und ich hatte schöne Langeweile. Und da habe ich mir was Schönes aufs Dach gebaut. Ja, es ist Glowstone, es ist grüner Glowstone. Hab ein bisschen dran rumgefeilt. Schönen Namen. Ja, und hab mein Haus ein bisschen umgebaut. Warum sieht das jetzt alles hier so ein bisschen so aus? Hab hier hinten meine Terrasse. Irgendwann baue ich das. Warte, bevor wir hier noch rumrambeln, schneide ich hier mal ganz kurz das Zeug ran, was ich schon, was ich zwischen den Parts mal erledigt hatte, weil das habe ich nämlich aufgenommen. Na gut, weiter geht's. Ja, und ich will jetzt nämlich mir ein paar, also ich habe ja letzte Folge den Watt gemacht, der jetzt irgendwie weg ist. Wo ist denn der jetzt hin? Da oben, das Silverwood Watt gemacht. Und mit den Saumikum-Bahnen kann ich, habe ich jetzt mal auf Screen mal noch ein bisschen was researched. Und zwar. Wo war das? Ja, mal hier Wandfokus, den wollten wir machen. Den Wandfokus hier, das Portable Hole. Wenn wir es heute noch schaffen, wenn nicht, kommt das nächste Folge dran. Auf jeden Fall in dieser Folge will ich hier die Wandcaps machen. Weil dann will ich mir nämlich hier so einen schönen lilanen. Das Crafting-Zepter will ich nicht machen, das. Obwohl. Ich habe hier noch einen extra Raum, den brauchen wir dann gefallen. Ich könnte es machen. Habe ich da jetzt Wasser reingegeben? Aber das würde dann wieder dieses Sinn, er würde dann wirklich noch zum Crafting Sinn und nicht irgendwie für Zauber und so weiter. Ja, Steuer. Stimmt, den könnte ich eigentlich, ja stimmt, den benutze ich bloß für das, bevor ich noch irgendwie verliere wie du. Yay. Und da machen wir dann einen schönen, Primalscharm machen wir denn jetzt mal. Nö? Ich mach mir jetzt ein Primal. Also ich hab so richtig geiles Zeug entdeckt beim Research. Und zum Beispiel hier oben gibt's sowas wie so Nodien-Stabilisatoren und Charge Relay über den Stabilisatoren. So ein Kack. Wo man praktisch dann Wies
über stabilisierte Nodien so raussaugen und transportieren kann über so verkackte Erzähl ruhig weiter, bei mir ist bloß gerade der Kessel über Uhr gelaufen. Läuft bei dir. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ey. Ja. Könnte aber auch hier davon ein bisschen was gebrauchen. Na, das mache ich mit Golems, weil ich habe ja Golems Arschviel schon geforscht. Damit meine ich alles, was es da zu forschen gibt. Den Alchemiekor. Ja, Flo, also der hat die ganze Zeit irgendwie geforscht. Keine Ahnung warum. Ja, mir war meine langweilig. Kamera verschiebt sich an der Wand. Nachdem unsere Schlafrhythmen komplett gegengleich sind. Ja. Heißt, es war wortwörtlich Silvester. Ich bin angekommen, bin um 7 eingepennt. Weil ich wollte eigentlich nur ein Nickerchen machen, bin um 4 Uhr morgens aufgewacht. Nachdem Silvester, also nachdem Neujahr war. Der arme Olli war ganz allein bei Neujahr. Kann passieren. Bin um 4 Uhr aufgewacht. War Olli bis um 6 Uhr noch da, dann ist er pennen gegangen, weil ich wach. Ein bisschen. Also richtig so. Hab ich halt viel geresearched in der Zwischenzeit. Ja, sehr viel sogar. Alles. 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 Sag mal so, bei Flo könnt ihr jetzt schon mal sehen, wie was geresearched wird. Ja, da läuft mein Kessel wieder über. Oder wie alles aussieht, wenn es geresearched schon fertig ist. Also irgendwo gibt's nichts mehr zu researchen. Sehen Sie, was mich hier im Teil ankotzt, ist, dass die ganze Zeit bei meinen A diese Dinger hier stehen bleiben. Egal. Ja, und na, ich mache mir jetzt. Ich crafte mir erstmal genug Zeug. Erstmal mache ich mir jetzt hier die 3 Wandköpfe, die ich dafür brauche. Was bei diesen scheiß arkanen Stein. Machen wir jetzt einen Easter Tisch. Welcher? Visionstisch. Ey, das Ding, was du vor 3 Parts gemacht hast. Hä? Was meinst du? Infusionscrafting-Gerät. Ach, frag mich nicht. Infusionscrafting? Meinst du den Alchemie-Furnis? Nee, ne? Ey, ich meine das Riesending, womit du so viele Probleme hattest im letzten Part. Den Altar. Infusion. Ja, die Infusion. Mm. Ja. Ja, dann mache das mal. Oh, Junge. Kein Stonebricks. So, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Was brauche ich dafür? Käse. Nee, Käse nicht. Sicher? Ja, ich bin dir schon teilsicher. So, ich brauche... Oh. Das sind das hier. Alle Scherben in der Mitte kommen die Ballons und dann so. Okay. Bräuchte einen größeren Raum. Und so wie, ich den das, so wie ich das natürlich kenne, muss es genau eher Feuer, Wasser. Die Air, die Feuer, die Wasser. Und unten kommt. Erde. Okay, die anderen 3 in der Reihenfolge. Okay. In der Mitte kommt noch schnell balancierte hin. Was braucht ihr jetzt noch? Gold, genau. So. 8 außen rum und dann so Mitte war es, glaube ich. So, haben wir dich erstmal. So, und um den Rest zu kommen. Abstand sein? Ich... Ah, nein. Das muss dann Abstand sein? Ach, scheiße. Scheiße, da muss ein Abstand sein. Was für ein Abstand? Ich glaube, ich muss meinen Infusionstisch woanders hinsetzen. Der Platz hier reicht nicht. Das ist kein Infusionstisch, das ist ein Altar. Fertig. Ein Infusionsaltar? Ja, okay. Da bin ich mit einverstanden. Wo? Schön. Gut. So. Komm, fang an mit Kochen. Noch nicht die Hausfrau. Nicht du. Der Kessel. Ach. Ich brauche noch mehr von diesen balancierten Scherben. So. Fucking hell. Mir ein andere, ich glaube, ich mache mir irgendwann. Also, du machst du irgendwann Scheiße? Okay, irgendwo ein extra Soundcraft-Gebäude, alle irgendwo direkt nebenan.
Ah, oh, ich habe noch keine neue Axt gemacht. Oh. So. Davon brauchte ich mal wieder eine ganze Menge. Klopf das Holz. Ja, ja, ich klopf das Holz. So, dich nehmen wir wieder mit. Oh, das Ding ist schon wieder fast leer, Alter. Da will man immer. Eine neue Axt. Da will man sich immer so einen geilen Start machen und dann ist das Ding schon wieder fast leer. Ja. So. Ja, lauf du mal schön über, du gehst eh nach einer Zeit wieder weg, wie man hier sehen kann. Aber da oben hängt es irgendwie noch an der Decke. Sieht aber auch geil aus, wenn das so lila ist. Dafür habe ich auch irgendwas geresearched. So ein Ventilator, mit dem man das abfächern kann. Haben wir nicht. Muss ich dann den jetzt auch mal machen. Gehört, lasse ich hier auch gleich mal noch drin. So. Jetzt brauche ich noch drei von den Teilen. 1, 2, 3. Nein, ja. So, jetzt habe ich 9. Wie war das? So, na, wo bist du? Hier. Ich brauche 1, 2, 3. Und das Ding in der Mitte. Dann kriege ich ein Charge raus. Das braucht 6 davon und 12 davon. Wie viel habe ich hiervon? Davon habe ich mehr als genug, glaube ich, wo? Ja. Und habe ich das andere schon? Fuck, nein. Das ist Magie, das ist dies, was ist das? Das ist jenes? Hey, ich habe eine Balance-Stahl. Shit. Hey, ich habe Gas, was an der Decke hängt. Flo hat einen fahren lassen, er hat Gas, was an der Decke hängt. Fahren lassen, dann bleibt das nicht an der Decke hängen. Flo, wir haben schon 11 Minuten. Ich muss mich beeilen. Ja, Aquaterra. Nein, das brauche ich nicht. Das hier. Okay. Mach ein paar Balance Shards. Oh Gott, das ist dickflüssig. Ey, sag jetzt nicht, ich kann das nicht verzaubern. Was? Flo, ich brauche mal. Kannst du mal kurz in dein Buch gucken? Und bei Auram kannst du mal drauf zeigen und gucken, was bei dir alles Auram bringt. Auram. Basic Information. Effects of Magic. Das Auge, was wir da gefunden haben, hat 5 und eine Wispy Essence. Die ganzen scheiß Essenzen, die man kriegt, wenn man die Wisps bringt. Oder diese Eldritch Guardians. Was anderes hast du nicht. Also genau das gleiche wie ich, okay. Oh Gott, jetzt kann ich nach den Dingern suchen. Wie heißen die? Essence, wo? Ja. Wie schreibt man das? Gut, danke. Mal gerne doch. Ich dachte, du weißt sowas. Weiß nicht viel. Essence, ah, okay. Beschrieben. Na, es hat sich bei dir angehört wie Essence. Also Essence. Macht keinen Sense. Gut, davon habe ich, wenn es eine ganze Menge, da kann ich die alle mal worin schmeißen. Um dieses Zeug rauszukriegen. Hier habe ich noch ein paar. Hier habe ich noch welche. Du hast erstmal 9 Balance Shards gemacht, das muss erstmal reichen. Ach, fuck it, machen wir noch ein paar mehr. Was, Balance Shards? Ich würde ja. Haufen machen, weil du brauchst die irgendwie immer. Kann ich zufällig 55 auf einmal machen? Nee, oder? Das geht sich nicht ganz aus. Nee, aber ich glaube, 4 kannst du mit dem mal machen. Wurde mal 3 gemacht. Okay. Scheiße, ich habe eine Erde zu viel reingeworfen. Schmeiß bitte dich erstmal rein.
Okay, wo habe ich jetzt meine Fläschchen? Kacke! Nicht Kacke. Hier habe ich meine Fläschchen. Ja, scheiße gelaufen. Für wen? Für dich oder für mich? Ja. Cool. Wünschte, ich hätte mehr Platz auf meiner Hautbar, Alter. Warum hast du so viel Zeug da unten gerade hängen, oder was? Ja, Zauberstab, ein Bucket fürs Wasser, die ganzen Shards. Hm, ich weiß, was du meinst. Ich probiere auch gerade meinen Inventar irgendwie ein bisschen zu entmüllen. Habe ich da gerade die... Ja. Habe ich die da drin gepufft? Bin ich blöd? Okay. So. Diese aufgebraucht, dann machen wir gleich mal die nächsten. Tack, tack, tack. Tack, 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 tack. So. Ich brauche ja bloß dich. Du hast gerade ohne Flachs aufgelegt. Was? Ja. Junge, entweder redest du mit mir oder du lächst dich. Ich habe mich nur gerade selber was gefragt. Hm. Eins. Hat schon mitgekriegt. Ja, fünf. Habe so. Ich Terra Imbued Fire? Oh, ich habe aus Versehen Terra Imbued Fire. Warte, was macht der Kack nochmal? Nicht, dass das jetzt aus Versehen einsetzt. War unter Alchemie. Nein, das war unter. Oh, yes. Baumic Tinkering. So. Terra. Ich brauche nicht das hier brauche ich. Alter, ich habe gerade was gecraftet. Dieses Feuer macht einen Haufen, viele verschiedene Arten von Blocks nach innen. Also verwandelt es in Dirt. Das ist das nutzloseste Ding aller Zeiten. Ernsthaft. Das nutzloseste Item. Wach. Was hast du gerade gemacht? Ich habe eine Flamme, die breitet sich aus und die Turn, die brennt mit allem Möglichen und die verwandelt das in Dirt. Ich könnte mein Haus anzünden und den Cobblestone zu Dirt umwandeln. Wow. Oder ich könnte dein Haus anzünden und dein ganzes Haus in Dirt umwandeln. Nein. Einfach nur nein. Ich meine, es gibt auch sowas, womit ich dem im Nether Schnee erzeugen kann. Mit Wasser verstärktes Feuer. Okay. Das packe ich lieber mal hier rein und dann lassen wir das da, wo es ist. Gut, okay. Das heißt, ich kann nicht vier Scherben von was reingeben, weil dann kommt automatisch das elementare Feuer hier. Okay, dead bees. Voll. No one said bees. Mach mal dich darin. Das haben wir nicht. Nö. Nee. Eigentlich würde nach Pen gehen. Ja, Papa. Gut. 18 Minuten. Fuck, ich wollte das jetzt eigentlich mal herstellen. Ah, dabei. Haus bauen. Oh ne. Okay, die Folge wird diesmal ein bisschen länger. Ja, wir packen. Das dahin und von Daniel. I strongly agree. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt. Bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp. Klapp, klapp. Yes. So, eine habe ich. Ja, machen wir, komm, brat gleich alle durch. Deine Teleporter. Mein Thorncraft-Raum. Ja, ich muss ja die Dinger gleich hinlegen. Alter, das ist immer das Geilste, wenn du durch die Frequenzen durchgibst. 1 geht, 2 geht, 3 ist verwendet, 4 ist verwendet, 5 ist verwendet, 6 ist verwendet, 7 ist verwendet, 8 ist verwendet, 9 ist verwendet, 10 ist verwendet, 11. Gut. Gut, und da kommt dann da oben hin und da kommt dann mein neues Häuschen. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Auf der Höhe hier. Dich haben wir jetzt auch. Ich hoffe, das Zeug reicht jetzt noch aus für das letzte Mal. Da.
da und hier mache ich einfach so das Haus, setze ich mal so oben eine Grenze fest. Endlich klappt es mal so, wie es sein soll. Geht auch nicht so oft. 1, 2, 3, 4. Naja, ich mach ja gerade nichts Instabiles. So. Ja, ist nur moderat wahrscheinlich oder so. Jetzt packen wir das hier hin. Da, da, da. Und du kommst da oben hin. 31 von allen. Zum Glück habe ich hier die Zauberstäbe aufgeladen. What the fuck? Was denn jetzt schon wieder? Oh. ich brauche nicht 31, ich brauche 76. Schön. Normalerweise sind es 81. Auch schön, dass die Zahlen so klein geschrieben sind. Dass du so gut lesen kannst. Ne, Flo, die sind wirklich arschklein. Da sind die arschklein, das ist Baumkraft. Weil die Zahlen 76, sind arschklein. 76, also sprich, ich muss erstmal noch einen anderen Stab machen, der mehr kann, bevor ich den machen kann. Oh ne, du kannst einfach das die ganzen... Das weiß ich noch. Das ist nämlich die eine Sache, wo du nur mit der Ausrüstung hinkommst, mit der Rüstung. Wenn ich mir jetzt die Rüstung mache oder was? Ja, ich glaube, da kriegst du insgesamt so einen Haufen Ding, wo ich mal nicht sicher bin, ob das mit einem Gold Greatwood sich ausgeht. Naja, ich meine, wenn ich jetzt einen normalen Stab mache, also nicht diesen extravaganten, sondern den normalen Stab, der kostet plus 51. Also sprich, wenn ich jetzt noch die ganze Rüstung aus habe, dann müsste ich dann sozusagen plus 50 brauchen und dann hätte ich alles dafür, um mir einen stärkeren Stab, der ungefähr 100 hat, herzustellen. Ja, genau. Ja, genau, also, das war's nämlich. Also brauche ich... nämlich ums Arsch lecken, nämlich nicht ausgeht für den normalen Stab, nicht für den Crafting-Stab, sondern für den normalen und dann mit der Ausrüstung geht sie sich aus, sodass du keine Zwischenstufe machen musst. Also heißt es eigentlich bloß, dass ich Haufen Taumikum herstellen muss. Also die Taumium bauen und mir daraus eine Rüstung mache. Oder eher aus dem Stoff. Nee, ich glaube den Stoff brauchst du dafür. Den Stoff? Brauchst Stoff? Dann, ja, ich wollte gerade sagen, da holen wir mal Stoff mit drin und dann machen wir das nächste Mal weiter. Wir haben 22 Minuten, Flo, bist du fertig? Ja. Eine Sekunde. Nein. Gut, okay. So lange dauert es nicht mehr, aber ein bisschen brauche ich schon. Ja, dann gucke ich noch so lange bei. Wo war denn der Stoff? Hier ist der Stoff. Den macht man aus. Ein Wollblock. Schön. Brauchst du welche? Ich habe 300. Pack ich mir eine grüne Kiste mal, so ein Stack Woll. Das habe ich ja reingeschnitten, wo ich die Wollefarm aufgesetzt habe. Oh, ich habe 1200. Merke Wollefarm ausschalten, bevor ich offline gehe. Du kannst mir trotzdem mal Wolle geben. Forstkaffee gemacht. Danke. Da, 3 Stapel. Was, 3? Mir reicht einer. Ich habe 1200, Alter. Kein Wert für mich. Ach ja, ich brauche ja farbige Wolle. Warum? Dann färb's ein. Ich brauche Farbe. Kann nicht helfen, alle meine Schafe sind weiß. Oh, scheiße, ich hab nur noch 64. ich hab nur noch 54 Farbe. Da hab ich gerade nicht den Teleporter benutzt, ich Depp. Hä? 1, 2, 3. Okay. Buchen wir nochmal ins Buch. Brauchen wir das hier? Eine Designfrage, was ich hier gerade mache. Okay. Hey, da stand auch so Wolle. Eine Arcan-Workbench. Ja. Einfach bloß Wolle in die Mitte hinlegen. Ja. Arcane Workbench und das ist Arcane Worktable.
dasselbe. Meinst du? X. Okay. Schön. Warum funktionierst du nicht? Ich pack da Wolle rein und das will nicht. Das ist in der Tat seltsam. Kannst mich auch mal ein bisschen. Gib mir ein bisschen Zeit, hier den Kack aufzusetzen. Nee. Ach so. Ach gut, dass das so schön verzeichnet ist. Was? Man muss noch außen rum String hinlegen. Also so, ja. So, du hast so einen grauen Hintergrund und hast so ganz dünne weiße Striche drauf, die du auch so hundertprozentig siehst, weißt du? Wenn du auf dem 27p-Fenster spielst. Ja, ah. Ja. Teleporter umsetzen. Wieso braucht dieser scheiß Infusionsalter so kack viel Platz? Ich hätte gesagt, das Haus baue ich mal schnell dann zwischen den Parts fertig und dann setzen wir den Kack da auf und du machst, was weiß ich. Ich mache mir jetzt ein paar Strings. Ja, dieses Kack. Gut, genau. Dann machen wir es bis zum nächsten Part. Das war's mit dem Part von Minecraft Frogpack. Dann denn. Bis denn. Ciao. Ciao.